Schokolade. Was bei uns schon lange kein Luxus mehr ist, wird dort, wo der Rohstoff herkommt, unter zuweilen harschen Bedingungen hergestellt. Aber wer würde schon gerne Schokolade kaufen, wenn draufstehen würde, dass die Kakaobohnen von Kindern geerntet werden? Das Problem ist leider Gottes sehr, sehr groß nach wie vor. Wir sehen eine Zunahme sozusagen in den 90er Jahren mit dem Verfall, also parallel mit dem Verfall der Kakaopreise kam es hier wirklich zu einer eklatanten Zunahme der Kinderarbeit. So richtig in die Öffentlichkeit ist es eigentlich erst mit einer Studie 2001 geworden. Davor gab es eine Dokumentation, das wurde dann wissenschaftlich untermauert mit einer Studie 2001, wo man hier gesehen hat, dass hier bis zu 2 Millionen Kinder im Einsatz sind. Rund 70% der weltweiten Kakaoproduktion stammen aus Westafrika. Auf den dortigen Plantagen sind nicht nur illegale Kinderarbeit, sondern auch Kindersklaven keine Seltenheit. Vor mittlerweile über 10 Jahren haben sich die weltgrößten Schokoladeproduzenten verpflichtet, die Situation zu verbessern. Passiert ist bis heute wenig. 820.000 Kinder arbeiten in Côte d'Ivoire und rund 1 Million Kinder in Ghana auf Kakaoplantagen. 4- bis 15-jährige Kinder machen Erwachsenenarbeit, das heißt Arbeit mit gefährlichen Erntewerkzeugen, Macheten. Da kommt es sehr, sehr viel zu Verletzungen, Schnittverletzungen, Abhacken von Gliedmaßen, Fingern etc. Dann der Umgang mit Chemikalien, das betrifft jetzt nicht nur Kinder, sondern auch die Arbeiterinnen natürlich, aber für Kinder natürlich doppelt bitter, wenn sie noch im Wachsen sind. Der Einsatz, also der Umgang mit Chemikalien, Pestiziden zum Beispiel, aber auch Düngemitteln, die hier sehr sorglos angewandt werden. Make Chocolate Fair heißt die Kampagne, die nun Konsumenten wie Produzenten aufrütteln will. Die einen sich für Fairness entlang der Wertschöpfungskette zu interessieren, die anderen dafür auch zu sorgen. Ja, unser Ziel in dieser Kampagne ist ganz einfach, noch einmal viel stärker Aufmerksamkeit zu machen in der Bevölkerung über die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Kinderarbeit zu beschäftigen, den Druck zu erhöhen für verschiedenste Hersteller. Es gibt einige, die noch immer sich nicht überlegt haben, Mitglied von verschiedensten Siegelorganisationen zu sein. Das ist zum einen der ganz wesentliche Punkt, aber je stärker natürlich auch der Druck aus den Konsumentenländern kommt, umso stärker ist auch der Druck in den jeweiligen Ländern, wo Kakao angebaut wird. Das heißt, es geht auch um einen politischen Druck. Wer als Konsument mit gutem Gewissen Schokolade kaufen will, sollte sich an den verschiedenen Gütesiegeln orientieren. Es gibt sehr, sehr viele Siegeln, also Gütesiegeln am Markt, die auch bekannt sind, wie zum Beispiel Fairtrade, ein sehr anerkanntes und schon lange im Einsatz stehendes Gütesiegel, das sehr, sehr starke Kriterien, also die stärksten, die es am Markt gibt, hat. Überall ist Verbesserungsbedarf auch gegeben, aber Fairtrade hat im Moment aus unserer Meinung heraus die stärksten Kriterien, die sie auch kontrolliert. Es gibt aber auch weitere Siegel, wie jetzt UTZ zum Beispiel und Rainforest Alliance.